Hey Leute, willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Alles klaro. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ich habe beim letzten Mal noch ein paar Schätzchen entdeckt. Da oben ist nämlich noch ein Greifhaken und hier auf der Seite ist noch ein Silberschatz. Die Frage ist nur, wie kommen wir da ran? Hat beim letzten Mal nicht ganz so gut geklappt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Da bin ich ein paar Mal unglücklich in den Tod gestürzt. Und da ist ein Verbandspäckchen. Ich meine, gut, ich habe einiges, also ich brauche nichts, um das mal klarzustellen. Ich mache das wirklich nur aus Gier. Weil, upsala, was habe ich denn? 8 kleine und 5 große. Naja, das ist nicht gerade Notstand. Von daher, aber ich will da jetzt nicht stundenlang mit verbringen, da irgendwie rauszufinden, wie ich mich daran schwingen kann. Weil sie macht's halt leider nicht. Und wenn ich da runterspringe, dann reicht das nicht von der Geschwindigkeit, bis der Haken da oben ankommt. Seht man da drüben? Da liegt auch noch was. Hat da nicht immer ist das nicht so die Herrscherloge da oben? Die war recht klein, das weiß man halt. Naja, ist ja auch egal. Nee, ich komme da nicht ran, Leute. Vergessen wir es erstmal. Och nö. Komm ich da? Ja, ich komme da wieder rauf. Aber es ist halt schade, ne? Ich will ja auch nicht das Spiel so strecken, wenn ich jetzt alle Schätze wie blöde absuche und dann halbe Stunde lang gar nichts erreiche. Das ist ja auch nicht schön. Da kann man sich ein 100% Walkthrough angucken. So, aber ich habe so das Gefühl, wir kommen nochmal her. Also unten in dieses Kolosseum. Denn die eine Tür war auch noch verschlossen. Oh. Auf dem Dach der Welt. Ach, guck mal, so kommt man auch hin. Aha. Ja, super. Aber das ist schon nett. Ich glaube, damals gab es sogar hier oben einen Speicherkristall auf der PlayStation 1. Der war auch dringend notwendig, denn man ist ja doch gerne mal in den Tod gesprungen, so wie ich das in Erinnerung habe. Ach Leute, wenn ich da jetzt extra runter muss, um mir das Päckchen zu holen und wieder rauf, dann lasse ich das einfach. Dann lasse ich das einfach. Ja, ich bin jetzt auch mal dekadent und sage nein. Ach, schau mal, aber das hole ich mir, glaube ich, wenn es geht. Das dürfte... Ach, ich sehe noch was. Oh, das ist Magnum. Das fand ich damals aber auch blöd. Warum gibt es hier so viel Munition, wenn man sie eh noch nicht braucht? Das ist alles noch Fehlerfanz. Warte mal, wenn ich jetzt da ranspringe, dann komme ich da hoch. Aber dann komme ich nicht mehr zurück, ne? Ich glaube, ich muss mich weiter schwingen darüber. Nee, dann glaube ich, lasse ich das, oder? Hätte ich noch weiter runter? Tatsächlich. Geht noch ein ganzes Stück sogar. Und. Hui! Okay, warte mal, komme ich so an den Silberschatz? Ich muss auf jeden Fall darauf, oder? Also ganz darauf, auf die Plattform. Oder muss ich hier? Warte, 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 das reicht so nicht. Das reicht so nicht. Da hört ihr schon wieder die Löwen. Überall sind sie, die Viecher. Die garstigen Löwen. Nee, ich glaube, ich muss einfach nur hier hin schwingen und dann da über die Schräge runter. Ups. Das war gut. Oh, zwar nicht geplant, aber gut. Na? Na? Hallo? Ach, sie hat schon aufgesammelt. Na gut. Dann ist ja gut. So, ja, wie gesagt, dieses Schräge und dann muss ich von da aus rüberspringen. So habe ich das verstanden. Pfeif auf die Verbandspäckchen, ganz ehrlich. Pfeif auf sie. Huch. So. Alles klar. Und pfeif auf die Magnum-Munition. Die kann ich eh nicht nutzen ohne Waffe. Ja. Ja, super. Habe ich gut gemacht, ne? Kann ich den letzten Kontrollpunkt? Nein, das ist der eine Spielstand. Außer ich töte mich, dann kann ich den letzten Kontrollpunkt neu laden. Das mache ich jetzt auch. Ich weiß es. Ist jetzt doof, dass ich Lara deswegen missbrauchen muss, um sie hier umzubringen. Um an den letzten Speicherpunkt zu kommen, aber... Ja, lieber so, als nochmal ganz alles neu machen müssen. Ne? Das versteht ihr doch.
So, geht ja auch ganz fix. Und einmal hepp. Und schwingen. Und schön schwingen. So. Ne, da muss ich ein Stück weiter runter. Ich will ja auch da hinkommen. So, und noch einmal. Hepp. Oh. Sie macht's nicht. Na kommt. Holt's euch. Happa, happa. Ist ja nur einer. Ja, komm. Na? Oh. Alter Schwede. Der beißt mir den Arm ab. Okay. Nee, wie gesagt, tut mir leid, dass ich so machen muss, aber das geht echt schneller. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wieder falsch gemacht habe. Wahrscheinlich war ich nicht genau die richtige Länge beim Schwingen des Kabels oder... Ich habe keinen Plan. So. Okay. Nochmal ein bisschen runter. Ich glaube, es macht sowieso mehr Sinn, wenn ich mich an die untere Kante schwinge. Oh, komm schon. Ich hätte noch weiter runtergehen müssen, oder? Tut mir leid, Lara, es tut mir so leid. Komm. Hau mich um. Also so ein Vieh, da hätte ich aber auch Angst, du an ihrer Stelle. Nam, nam, nam. Boah, fiese Sache. Aber erstaunlich unblutig, das Spiel, ne? Oh, hoppala. Wäre auch nicht schön. Ich glaube, keiner von uns würde Lara irgendwie, so wie in Tomb Raider 2013, alle Torturen der Welt durchmachen sehen wollen. Okay, jetzt aber ganz runter. Ach, Leute. Ich mag's ja auch nicht, wenn sie so bei mir durch die Hölle gehen muss. So. Ja, das könnte klappen. Ich hoffe es doch. So. Uiuiui. Aber wieder mal mit letzter... Hä? Ja, das habe ich doch schon. Aber danke für das Jingle. Ich mag das ja. Ich mag ja dieses Secret Jingle. Okay, also seitlich abspringen bringt hier gar nichts. Da muss ich hoch. Ja. Nee. Hier kann ich jetzt rüber. Sehr schön. Ja, alles... Uah! Alles für einen Sprung. Meine Güte, warum machst du das? Warum machst du das, Lara? Okay, soweit so gut. Darin. Und mehr Munition, die ich nicht tragen kann. Aber immerhin mal wieder ein Checkpoint. Ach, Leute, ja, es tut mir echt leid, dass sie da bei mir wieder so draufgehen musste. Ist echt nicht meine Intention. Warum wackelt das so? Kein Indie, bitte. Bitte, bitte, bitte. Da geht's auch nicht weiter. Wie schön, dass wenigstens ein Weg noch frei ist. Was würden wir jetzt machen, wenn alles kaputt wäre? Was würden wir dann machen, Lara? Da hätten wir Pech gehabt, wahrscheinlich. Gehen wir wieder nach Hause. Oh, oh. Ihr Viecher, ich höre euch schon. Ihr müsst euch gar nicht verstecken. Naja. So. Oh, mal die wieder nachladen wäre ganz gut. Ach, guck mal. Es gab nur einen Schatz. Na denn. Aber schon wieder nichts freigeschaltet. Ich finde das schade. Hoppsala. Ja, man kann auch mal springen während des Nachladens. Mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja. Ja, Palast des Midas, Leute. Das erinnert mich daran was. Oh, das war nämlich auch eine richtig fiese Stelle. Oioioioioi. Alter Schwede, wie viel denn noch? Ihr blöden Viecher. Da habe ich gar nichts getan. Oh, sind Menschenaffen in der Regel nicht alle ein bisschen sanftmütiger als das hier? Ah. Na gut. Das rechtfertigt immerhin die ganze Heilung, die ich immer finde. Oh Leute, soll ich euch mal was Fieses zeigen? Was ganz Fieses?
Kennt ihr König Midas? Ich habe euch schon von ihm erzählt. Das ist der König, der wurde, glaube ich, von den Göttern mit einem Fluch belegt. Alles, was er in die Hand nahm, wurde zu purem Gold. Alles, wirklich alles. Auch Lara. Fies, oder? Richtig fies. Ich habe damals auch erst gedacht, so was zur Hölle. Aber, okay, jetzt muss ich nochmal die Gorillas besiegen. Nein! Nein, 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 nein. Alter Schwede, warum geht das diesmal nicht? Oh! Nein, 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 geh weg. Ihr blöden Teile, ganz ehrlich. So. Komm, Adrenalin, komm, komm, komm. Jawohl. Oh, so ist doch viel schöner. Nein, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich Heilung sparen wollte. Ich wollte es euch wirklich nur mal zeigen. Das ist so fies, wenn ihr das passiert, ganz ehrlich. Könnt ihr Lara doch nicht antun, sowas. Einfach mal in Gold verwandeln. Ja, das ist nämlich das nächste große Rätsel. Ich muss hier überall Goldbarren einsetzen in diese Vertiefungen. Aber ich habe nur Qualopex Skion. Also muss ich mich jetzt hier wieder durcharbeiten, aber ich freue mich drauf. Aha, da kann ich wohl erst was öffnen später. Puh. Midas. Ich sollte mal mehr trinken, meine Stimme ist schon wieder so ein bisschen... So ein bisschen grummelig. Okay, so. Wo kommen wir jetzt hierbei rum? Ach, da. Da ist wieder ein Hilfe. Hilfe, ja. Ein Erste-Hilfe-Paket. Zack. Ein großes Verbandspäckchen. Und ein Schalter. Ach ja. Damit hätten wir uns schon mal den ersten Weg geöffnet. Oh, Leute, ich weiß noch, ich habe hier damals... Ich sag mal so. Damals gab es halt eben noch keine Komplettlösung online. Ich habe das in einem anderen Let's Play, glaube ich, schon mal angesprochen. Oder habe ich das hier angesprochen? Naja, auf jeden Fall habe ich damals sehr viel Zeit hier verbracht, weil ich absolut nicht weiterkam. Ich war viel zu doof. Ich war viel zu doof für dieses Spiel. Okay, ich hätte vielleicht ins Wasser springen sollen. Hätte mir ein bisschen Schaden erspart. Also, ne? Ich habe mich damals dumm und dämlich gesucht. Und ich hatte halt wirklich keinen Guide, der mir half. Ich habe mich dann mit einem Klassenkameraden immer ausgetauscht in der Schule. Und er hat mir dann gesagt... Weil er hatte einen Guide, übrigens. Ich fand das damals schon frech, dass man sich da so Handbücher kauft, nur um zu erfahren, wie man das Spiel durchspielen kann. Ich habe es dann lieber auf eigene Faust probiert. Auf jeden Fall, er hat mir dann immer weitergeholfen und mir gesagt, wie es dann an manchen Stellen weiterging. Hat mir so Tipps gegeben, fand ich super. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon, das wird hier nicht spaßig, diese Stelle. Hat wohl irgendwas mit diesen Dingern zu tun. Wahrscheinlich muss ich die Säulen hochfahren. Und dann hier rüber über diese Rutschplattform und aufpassen, dass ich nicht in diese... phalanxartigen Speere da reinfalle. Ach Leute, das wird lustig. Das wird lustig. Oh, guck mal. Muss ich die irgendwo hinschieben? Ja, wahrscheinlich erstmal weg hier vom Eingang. Kann ich die noch weiter? Warte mal, vielleicht kann ich die ja nutzen da draußen. Ja, dieses Schiebesystem, das finde ich nicht so toll. Weil kaum, dass man irgendwo gegen eine Kante kommt, hört sie auf. Lässt einfach das Ding los. So, ich glaube, das Ding könnte ich hier draußen viel besser gebrauchen. Gut. Aber jetzt gehen wir erstmal gucken, was hinter dieser ominösen Tür liegt. Nämlich ein noch ominöserer Schalter. Aha. Gut. Hä? Warum ist die Kamera... Hm, naja. Ach, kann sie nicht. Wenn's schräg ist, dann kann sie nicht. Hehe. Ja, ich sage, es hält sich gut die Balance. Also man ist hier nicht immer ein bisschen unterfordert. Man hat eben auch die spannenden Kämpfe zwischendrin. Noch bessere Rätsel, wie ich finde. Oh. Oh. Da tut sich aber gleich einiges. Ich dachte, da geht nur eine Sache jetzt hoch. Aber... Oh nein. Die gehen ja wieder runter. Warum das denn? Das ist ja bescheuert. Aber nur die eine Säule. Wahrscheinlich auch nur, wenn ich drauf trete, oder?
das ist nicht leicht. Da drüben ist noch was. Ein Haken, oder? Zum Schwingen. Oh Gott. Das geht ja alles hier auf Zeit, ne? Ja, ich sehe das schon. So, erst du. Okay. Dann kann ich wohl über diese Rutschplattform hier auf diese Seite. Nein. Ja, da kann ich ja schlecht drauf springen. Das wird nämlich nicht funktionieren. Och ja! Genau dasselbe hier auch nochmal. Das ist ja blöd. Warte mal, wenn ich da rüber... ich komme auf jeden Fall auf diese Seite. Das sehe ich von hier. Aber... was mache ich dann? Dann kann ich da rüber? Da runter? Ja, natürlich geht die jetzt auch wieder runter. Hier. Oh nö. Das ist gemein. Das ist richtig gemein hier. Aber es ist nicht schwer. Man muss sich eben schon vorher so die Strecke zurechtlegen. So. Oh, das geht jetzt auch schon runter. Ja, ja, ja. Moin. Schnell. Was haben wir da? Ein Bleibarren. Sehr schön. Hätte ich da drüben noch was gehabt? Warte mal, das mache ich jetzt nochmal alles. Ja, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal, weil... die paar Minuten jetzt werde ich eh nicht mehr viel erreichen können. Von daher mache ich die Folge jetzt noch hier ein bisschen mit Schätzen. Warum nicht? So, da drüben nämlich. Ich glaube, dass es auf dieser Seite noch was gab. Und dieser Schwinghaken hier. Wahrscheinlich ist das kein Schwinghaken, sondern damit kann ich die Dinger aus der Wand ziehen. Hätte ich das mal lieber von unten gemacht. Na egal. So. Das ist so direkt für Lara konstruiert hier alles. Ich glaube nicht, dass das einer irgendwie, dass einer noch so klettern konnte wie Lara damals. Ist ein bisschen schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Hep. Und hep. Kann ich das von hier? Nee, geht nicht. Hui! So, wunderbar. Och nö, das Ding geht ja auch schon runter. Nee, 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 nee. Oh, springen, springen, springen. Nein. Okay, dann muss ich noch schneller sein. Mann, ist das fies. Okay, also keine Zeit verschwenden. Warte mal. Sage ich es noch und mach's dann trotzdem nicht. So, nehme ich das hier. Will ich mal rausziehen. Und... wow. Was lass dich? Lass mal los. Oh, Leute, da muss ich ja extrem schnell sein, meine Güte. Muss ich da Gas geben hier für drüben? Na komm, die Zeit haben wir jetzt noch. Einmal geht noch. Gut. Erstmal Hebel. Das war schon mies gemacht, ne? Also man muss hier wirklich, wirklich, wirklich flink sein. Für da drüben. So, erstmal schnell hier rüber. Am besten noch, bevor die ganzen Dinger rausgefahren sind. Bisschen Zeit schinden. So. Mhm. Okay. Und rutschen. Gut. Oh, oh, oh. Kamera, lass mich nicht im Stich, bitte. Mach keine Faxen. Das Ding fährt schon runter. Nein, 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 nein. Warum, warum, warum? Schnell. Nein! Och Leute, wie soll ich das schaffen? Mal ganz ehrlich, wie soll man das schaffen? Also schneller kann ich nicht. Ihr habt's gesehen, das war wirklich schon manchmal haarscharf mit der doofen Kamera. Mäh. Mäh, mäh, mäh. So. Ich hole mir halt den Schatz auf der rechten Seite noch. Wahrscheinlich muss ich's wirklich so machen. Oh. Hä? Ja, wie? Ach, wenn ich den Boden berühre, geht sofort alles wieder runter, oder was? Och, das ist ja doof. Leute, ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle trotzdem schon mal. Würde mich sehr auf euer Feedback freuen. Bin auch schon gespannt, was ihr so in die Comments schreibt. Wäre super, wenn ihr mir halt eine Bewertung da lasst. Hilft mir ja immer. Und ansonsten, wir sehen uns wieder nächstes Mal bei Tomb Raider Anniversary.